Edwin may try to stop me. I'll no doubt be charged with treason if I'm caught. Maybe even executed. But this is larger than me. This valley, it could very well change the world. I have to save it before it's lost forever. Ja, ich bin ein Mensch. Ganz am Anfang des Spiels waren wir ein Mensch. Also, falls du verpasst haben solltest oder so, wie gesagt, auf YouTube bei mir auf dem Channel sind die ersten Folgen ja schon raus. Wir haben irgendwann so einen Anzug gefunden, womit wir springen konnten. Den haben wir dann angezogen und auf einmal konnten wir so mega schnell rennen und springen. Und das ist so irgendwie... Und das ist irgendwie, wohl ein Projekt hier gewesen auf der Insel und tralala. Muss ja den... Was... Küche, Spaghetti, Bolognese und wie... Oh, Alter. Hör auf von Essen zu reden. Ich hab Hunger. Ich habe so die Befürchtung, dass das Spiel schlimmer wird. Okay. Was war denn das? Ist das nicht verbrannt worden, was da in der... Also wie gesagt, es ist von den Slendermachern. Ne? Ich betone das nochmal. Ja, von unseren... Von den Nylons. Wer es noch kennt, ne? Aus dem Best of die Nylons. Oh, sind das wieder unsere... Ja! Oh, die sind voll süß. Oh, ich feier die. Hallo. Ja. Boah, die feier ich voll. Ohne Scheiß. Jeder sollte so einen grünen Gnom haben. Die sind voll süß. Hallo. Das ist nur zum Beruhigen, die Dinger. Weißt du, die stehen so rum, so lalala. Und gleich kommt irgendwie... Oh nein. Bitte nicht. Was leuchtet denn das so komisch da oben? Alter, ohne Scheiß, ich hab jetzt... Weißt du, ganz am Anfang des Spiels bin ich noch so... Ach ja, lalalala, ist ja nur ein Action-Jump-and-Run, lalala. Aber jetzt so langsam wird's ein bisschen... Brennt das? Was? Willst du mich verarschen? Yeah, ich mach dich alle, Alter. Was? Noch einer? Willst du... Geh weg! Wie viele kommen denn hier? Ja, hinter der Ecke verstecken, du feige Sau. Ich brauche Energie. Ganz viel Energie brauche ich. Alter. Final Kampf kommt jetzt wahrscheinlich. Sammeln wir mal ein bisschen Energie ein. War es das schon? Ach, wie spannend. Okay, das sind irgendwelche Kackviecher. Die uns irgendwie ans Leder wollen. Ich weiß nicht warum. Mich wundert es immer noch, warum das hier so komisch leuchtet. Ist das ein Bug? Was soll... Was soll denn das? Hm, und ich höre Regengeräusche, obwohl hier kein Regen ist, aber ja gut. Das ist ja... Okay. Ich habe die Befürchtung, dass da noch mehr von kommen von denen. Weil... Das war doch bestimmt noch nicht alles, oder? Ich gehe erstmal hier gucken. Mal gucken, wo wir hinkommen. Petrus meint auch, wir müssten hier lang. Hallo. Okay, hier ist ein Waggon, der aber... anscheinend nichts Gutes in sich trägt, wo wir eh nicht reinkommen. So. Aber geil gemacht ist es schon, muss man sagen. Ne? Also so für so
Where did the creatures come from? I don't know, my friend. I don't know. Hello. Wow, wie das regnet. Ich werde ganz nass. Okay, hier haben wir wieder eine Kiste. Karl, die Kiste. Ach, meine Energy ist voll. Achso, okay. Na gut, vielleicht können wir es gleich noch gebrauchen. Irgendwie müssen wir mal schauen. Wo sind wir denn jetzt hier? Wir sind... Military Checkpoint, Tunnel SS. Aha, Landing Strip Path. Ich glaube, wir müssen bestimmt später hier hin zum Flughafen. Da waren wir nämlich noch gar nicht. Damit wir bestimmt abhauen können hier. Aber die lassen uns bestimmt nicht von der Insel. Mit der Technologie, die wir jetzt hier haben. Mit Sicherheit nicht. Oh, oh, guck mal da. Hallo. Ach, das sind die... Hast du gesehen? Das sind diese kleinen Viecher, nur in groß und in böse. Weißt du, die unten, diese grünen Gnome. Das ist Günni, der dicke Gnom. Entschuldigung. So. So. Günni, der Gnom. Oh, guck mal, ich habe wieder zwei Balls. Okay, wir haben noch so ein bisschen Energie, das reicht eigentlich noch. Schade, dass das mit den Schienen nicht nochmal kommt. Das war so geil. Ich feier das irgendwie. Das war so cool gemacht. Aha, Exit Route. Ja gut, da kann ich ja hier runtergehen. Oh, es ist so merkwürdig. Leuchtet es auch schon strange. Wartet da nicht einer auf uns? Nee. War nur ein Flackern. Was muss man hier eigentlich machen? Eigentlich nur so die Geschichte. Es ist eigentlich eine Geschichte, aber ist ja leider auf Englisch. Also du erfährst halt hier die Geschichte, was hier passiert ist auf der Insel und tralala und warum, weshalb und so. Und dann läufst du halt hier so ein bisschen die Passagen alle ab. Also ist so eine interaktive Geschichte, kann man auch dazu sagen. Das war nicht gut. Guck mal da hinten. Da ist schon wieder... Hey Freunde! Dein ist euer Papa. Der will mir ans Leder. Aber ich bin ja nicht so ein Elektrofetischist. Ich mag es nicht so, wenn man mir so... Ne? Strom durch den Körper jagt. So, die nehme ich noch mit, die zwei Kügelchen. Na, gucken wir mal. Ist so ein bisschen so ein Parcours-Spiel, kann man auch sagen. Ja, kann ich auch von der Entfernung. Warte. Ich hoffe, das schaffe ich von hier aus. Nur nicht ins Wasser springen, dann ist die Technologie im Arsch. Uha. So. So, ja. Aber das mit dem Leben nehmen und Leben geben, das ist viel zu wenig, finde ich. Huch, was war das denn? Am Anfang des Spiels konnte man ja zum Beispiel auch so Tiere, die man gesehen hat, konnte man, um für seinen Anzug Energie zu bekommen, konnte man zum Beispiel Tieren... Achso, der rutscht. Achso. Hui, hui. Yeah. Wie der da sitzt, ne? Ah, so. Erstmal eine leckere Dönerwurst gelassen. Nee, am Anfang des Spiels konnte man ja entscheiden halt, ob man zum Beispiel so ein, ich sag mal, so ein Reh oder so, das Leben nimmt, um halt seine eigene Energie aufzufüllen oder halt, ob man das Reh wiederbelebt. Und dann verliert man halt dadurch Energie, aber das ist nicht so viel im Spiel vorgekommen, wie ich bisher dachte, muss ich sagen. Was ich mir doch ganz ehrlich gewünscht hätte. Ehrlich gesagt, weil das hätte die Sache, glaube ich, noch ein bisschen interessanter gemacht. Und was dann auch so Auswirkungen hat, ne? Auswirkungen hat, was du dann machst, ob du halt ein Leben nimmst oder nicht. Das ist schon...
Augen Saurons. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir da oben noch, Cam Henday. Ich habe die Befürchtung, dass wir da oben dann, wenn wir dann gleich ankommen da, dass wir da noch mehr Besuch bekommen und vielleicht von etwas Größerem. Da bin ich mir aber noch nicht ganz sicher. So. Dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Wir sollen hier so ein bisschen untersuchen. Ah, guck mal, hier war ein Lager gewesen früher. Ach, ist ja interessant. Ah, ja. Ne, wie gesagt, selber lesen auf YouTube. Ne, pausieren kurz und dann selbst lesen. So. Energy is full. Warte mal. Ja. Ich glaube, das ist besser. Haben wir wieder ein bisschen heller gemacht. So, ist aber. Hallo. Hey, Lenny. Na, wie geht's dir so? Aber das ist auch irgendwie total abgekupfert von Vanishing of Even Carter. Okay, hier komme ich gar nicht durch. Also das mit den Zettel lesen und so. Ja, ist doch gut mal. So, was haben wir hier drin? Ah, ja. Hallo, Freunde. Okay, jetzt machen wir keine Angst mehr, weil ich ja jetzt weiß, worum es geht. Aber war das nicht klar, dass wir nicht alleine sind hier? So, was haben wir hier? Ah ja, Energie-Update. Wenn wir davon noch ein, nee, zwei finden, dann können wir, haben wir wieder einen Balken mehr. Oh, hallo. Ist jetzt nicht so schwer. Aber da war doch noch einer, ne? Wo ist der? Hallo? Der war doch gerade... Hallo, meine Freunde! Wo ist denn der Günni-Gnom? Hä? Ja, hier, was denn? Ja, was denn? Da waren doch gerade zwei hier, oder? Oder habe ich mir das eingebildet? Ich habe schon Paras. Ich sag dazu jetzt gar nichts. Ich habe ja gerade irgendwie... Ich habe gerade das Bedürfnis gehabt, dass da gerade der Baum zu mir spricht und so macht. Pss, 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 pss. Da war es wieder. Ich bilde mir das nicht ein. Warte mal, kommen wir da hinten eigentlich hin? Ich schau mal eben. So. Aber ich bin mir sicher, dass der... Ah, guck mal an, da ist einer. Ah, hallo. Ja, lass das. Lass das, ich kann das auch. Guck mal, ich kann das auch. So. Hallo Niki, willkommen zur Let's Play Live Show. Einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast eine angenehme Woche gehabt. So, was haben wir denn hier Schönes? Da können wir wieder Energie ziehen. Machen wir direkt mal, dann haben wir wieder voll. So. Okay, hier scheint's. Da ist ein abgestürztes Flugzeug, oder? Aber da kommen wir leider nicht hin. Schade eigentlich. Hätte ich gerne mal geguckt. Okay. Da müssen wir hin. Ich frage mich, wie wir da hinkommen. So, dann gucken wir doch mal. Komme ich? Wie? Na toll. Kommen wir bei dem da... Kommen wir bei dem da eigentlich irgendwie drauf? Warte mal. Das muss doch gehen. Wir sind doch... Yeah! Uah, nicht zu weit. Wir sind doch Superman. Jawoll. So. Und Eisenfüße haben wir. Geht's denn jetzt hier irgendwie... Okay. Anscheinend...
Anscheinend geht's da... Ja. Anscheinend geht's da nicht rein. Kann ich da oben vielleicht hin? Nein. Ich würde gerne da drauf. Vielleicht kommt man da auch später hin. Weiß es nicht. Gucken wir mal hier eben. Da geht's rein, oder? Anscheinend nicht. Ich schau nochmal eben da rein, ob da irgendwas drin ist. Hallo. Kennst du das, wenn du beim Spielen so um den Bildschirm rumgucken willst oder so, ja? Und dich selber dabei bemerkst? Ich glaube, das hat jeder, glaube ich, schon, ne? Nee, habe ich noch nicht. Nee, nee. Ciao. Habe ich noch nicht. Nee, nee, die Good News, die kommen später erst. Ich denke mal, bei der Resident Evil 7 Demo oder so, werde ich die erzählen. Das kommt später. Das wird später kommen. Ach, guck mal, jetzt sind wir hier am Flughafen. Ah, geil. Okay, die Engine-Dinger nehme ich mir noch mit. So. Good News, Good News, Good News. So. Ach, guck mal an. Da hinten. Guck mal da. Einmal. Den juckt das einfach gar nicht, dass sein Kumpel gerade mal von dannen gegangen ist. Das juckt den gar nicht. Was ist denn? Aber ich habe das Gefühl gehabt, wir sind hier vollkommen... Oh, hallo, Freunde. Ich bin wieder da. Ich habe eure Eltern gerade erledigt. Ist das schlimm? Nein. Nein, es ist nicht. Nein. Nein, du bist so... Du bist so gut zu uns. Komm, und eure Oma erledige ich auch noch. War das supi? Ja. Juppie. Jawohl. Noch ein Energieklumpen. Dann kriegen wir wieder... Vor allem mal ganz ehrlich, was ist das denn für eine Startbahn hier? Einfach mal in den Felsen rein. Okay. So, explore Townside for a way to reach the Astral Facility. Okay, Facility. Facility. Dann gucken wir doch mal. Ich glaube, wir müssen... Ja, müssen wir zurück. Aber haben wir das auch mal gesehen? Sehr schön. Was denkst du, was wird dein Lieblingsspiel sein im Winter? Oh, im Winter, das ist schwierig. Das ist sehr schwierig. Boah, das kann ich so gar nicht sagen. Weil da kommen viele gute Spiele, die ich spielen möchte. Worauf ich mich auch sehr freue, ist Dishonored 2. Was ist das denn da unten? Waren wir das schon? Alter, guck mal, das ist ein Gesicht. Mit einem... Ne, ich gehe erst hin. Ich mache erst die Quest. Boah, mein Spiel... Boah, das ist schwierig. Das ist, ich habe jetzt gerade sowieso gerade, ich bin in der letzten Zeit sowieso sehr, sehr wenig in, ja, ich bin da sonst eigentlich immer relativ news aktuell, was Spiele angeht, was kommt jetzt demnächst. Ich weiß, wo klar Battlefield kommt, Last Guardian wurde jetzt auch wieder verschoben, freue ich mich auch sehr drauf, bin ich auch am Warten, seit längerer Zeit schon, seit damals schon seit PS3, Boah, das kann ich so gar nicht. Das kann ich so gar nicht sein. Das sind etliche Sachen, ne? Ja, es kommen, wie gesagt, es kommen viele Spiele raus. Ich weiß jetzt nur gerade selber nicht, welche ich noch auf dem Schirm habe. Also Battlefield, glaube ich, ist es nicht. Weil Battlefield ist so ein Spiel so nebenbei halt. Battlefield 1. Worauf ich mich generell freue, ist ja sowieso die VR-Geschichte.
Also die VR-Geschichte, da freue ich mich sehr drauf, weil da ist, auf den Zug springe ich gerne drauf, weil ich bin davon sehr überzeugt, dass es, also Sony den richtigen Weg gegangen ist. Warte, wo muss ich denn hin? Hä, der Wegpunkt zeigt hier hin. Hä, jetzt zeigt er wieder nach da? Okay. Landwirtschaftssimulator 16. Ich glaube nicht, dass es mein Winterspiel wird, aber es wird auch gekauft, auf jeden Fall. Also worauf ich mich auf jeden Fall freue, ist, aber das ist erst nächstes Jahr, ist Resident Evil 7. Also das ist so ein Titel, da... Also ich habe jetzt ein paar Trailer gesehen und muss sagen, Alter... Oh, guck mal, hier liegen Waffen. Da muss ich sagen, Alter Schwede, das ist, da werden einige natürlich sehr enttäuscht sein. Also Resident Evil Fans, das habe ich auch schon viel gelesen, dass viele enttäuscht sind. Weil es halt auch aus der Ego-Perspektive spielt und so und, gut, ich kann mich mit anfreunden, da ich ja sowieso PT gespielt habe, also die Pre-Teaser. Und, jawoll. Und ist jetzt nicht so schlimm. Ach, guck mal, hier sind die Anzüge. Hier kann man die mal sehen. So sehen die also aus. Und, hallo Schnoggi, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Ja, also, ich bin gespannt, welchen Weg wir da noch, gehen werden und, was da noch alles so kommt, was auch VR angeht. Ich bin da gespannt. Und wie langlebig das ist. Also ich freue mich sehr auf Titel, wenn das weiterhin unterstützt wird. Edwin's reluctantly agreed to help. Schicker Kamin. Oder was auch immer. One of his squad mates mentioned to him a weapon being built at Astra. Some sort of cannon. We should be able to use it to destroy Astra beyond reparation. Enough to shut down this project. Unfortunately, everyone is working round the clock with the increase in production, so we'll need to pull an alarm to get everyone out. We can then sneak into Astra through the underground tram tunnel that connects the two cities. No one should get hurt. Or hopefully caught. To whomever may find this recording, please understand that Fisher has strayed beyond reason. If we don't put a stop to this madness, they could destroy this valley. And with power like this, maybe even the world.